Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Wir spielen heute mal wieder auf Ardennen. Realistische Spannungsschlachten. Ja, gucken wir mal. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mal mit den Waffenträgern. Wir versuchen uns da so vielleicht so zwischen der Siedlung und der Stadt da so vielleicht so ein bisschen einzunisten. Sind die relativ flach gebaut? Vielleicht kann man den einen oder anderen dann ja rausnehmen. Bin ich ja mal gespannt. So. Aber erstmal arbeiten wir jetzt Baumfäller. Muss ja auch mal sein, ne? Oh, manchmal diese Trägheit hier. Oh. Ätzend. So. Ja, hier wohnen sie alle schon wieder Bäume. Mann, Mann, Mann. So. Also, Plan ist es bis jetzt, wie gesagt, so ungefähr auf Höhe vom B. Sich da auf der von uns aus jetzt gesehen linken Seite so ein bisschen einquartieren, auf der Karte jetzt rechts, ne? So ungefähr bei E5, E6, D5, D6 da oben, so in dem Bereich, dass wir uns da irgendwo einnisten, ne? Und versuchen die Flanke so ein bisschen zu sichern. Aber erstmal müssen wir da ja hinkommen mit unserem schweren Gerät hier. Ach, unter Mutter sieht die Kacke hier manchmal. Das ist doch gut. Wobei er ist ja schon schneller wie am Anfang. Wär jetzt so getan wie am Anfang, dann. Dann wären wir noch ein paar Meter hinter der Frontlinie momentan. So. Wenn wir schön Ausschau halten. Nee, 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 nee. Da ist nix. Kein amerikanischer Panzer oder schnellfahrender Panzer zu sehen. Das ist gut. Ja, gut, okay. Was ich schon mal gut finde, ist, dass wir beide Seiten, also beide Flanken besetzt haben mit Fahrzeugen. Also ich bin guter Dinge, dass das einigermaßen klappt. So, hier können wir uns auch gut einquartieren. Vielleicht da so am Hügel so. Gucken wir mal. Vielleicht können wir den einen oder anderen da im Häuserblock weggeholt. Jetzt natürlich aufpassen. Wir betreten fremdes Gebiet. Oder umkämpftes Gebiet, sagen wir es mal so. Ist noch nichts, oder? Okay, da ist nichts. Sah im Schatten so aus. Da höre ich aber was. Da. Lass der Kanone auch noch ausrichten, vernünftig, so. Müssen wir weiter vorfahren, so ein Mist. So, jetzt haben wir vernünftige Sicht. Jetzt muss er nur noch rauskommen. Da ist er. Tschüss. Wunderbar. Da kommt noch einer, wie es ausschaut. Ja, da kommt er. Komm. Nein, drüber geschossen. Mist. Das war's. Also denn hat, nein, hat er nicht. Mist. War natürlich falsch stabilisiert, ne? Wie immer. Nur durch die reine Explosionsmasse hat er das Ding gekillt. Ansonsten hätte er da nichts getroffen. Hätte er nur das Getriebe hinübergekriegt. Schade. AP-Munition wäre schon besser gewesen. Gut. Naja. Immerhin haben wir einen mitgenommen. Gucken wir mal. Übrigens, nicht wundern, ich spiele momentan auf einer anderen PlayStation. Meine PlayStation ist momentan in Reparatur, sagen wir es mal so. deswegen ist die Tastenbelegung noch ein bisschen anders. Mal so von vorne weg. Ich habe noch nicht das Sekundärfeuer belegt, von daher müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen.
Kommen wir natürlich nicht ran mit unserem Flakfeuer. Na, willst du es versuchen? Ne, wieder nicht. Kollege, das wird gefährlich. Das war jetzt gut. Da haben wir die 8-8 eigentlich mal für ihren Zweck benutzt. Das erste Mal, dass ich Warfunder spiele. Dass wir die 8-8 für das nehmen, wofür sie eigentlich konstruiert ist. Auch nicht schlecht. Da hat sie gefragt, what the fuck ist da gerade passiert? Okay. Ja. Das ist natürlich kacke. Ich hätte gerne jetzt mit dem Sekundärfeuer darauf geschossen, aber im Gefecht ist es immer kacke, das jetzt zu wechseln. Wieder Flugzeugüberlegenheit hier, es ist ja unglaublich. Mann, 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 Leute. Okay, versuchen wir es hier mal auf der Position. Das hat ja ganz gut geklappt. Wir rücken ja einigermaßen gut vor. Unser Team ist bis jetzt noch nicht auseinandergebrochen. Und es ist nicht schlecht. Es wow. Wo war der denn jetzt bitte? Ja, nee, ist klar. Alles klar, Bruder. Da muss ich mal ganz dringend los, Gajin. Da muss ich mal ganz, ganz dringend los. Gut. Dann gehen wir mal zur Flugabwehr über. Ja. Da müssen wir jetzt wohl den Schrecken der Lüfte mal wieder raushängen lassen, wa? Wenn unsere Kollegen hier mal vielleicht ein bisschen was hinkriegen. So, Kollege Schnürschuh. Du bist ganz dran. Ach. Na komm. Na, jetzt ist es abgestürzt. Kollege Schnürschuh, was willst du da probieren? Ach Leute, der ist da jetzt lang geflogen. Schade. Ey, ey, ey. Oh gut, das sind immerhin zwei Jäger von uns in der Luft. Und drei von denen. Na komm her, du. Komm her. Doch, ich halt nicht weit genug vor. Ach doch, jetzt hat er gut getroffen. Na. Kacke. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber immerhin einen kritischen Treffer. Vielleicht stürzt er ja ab. Bin ich mal der Hoffnung. Sieht bis jetzt nicht so aus. Na, kommt er wieder? Kommt er. Ja, will er jetzt hier lang fliegen? Komm nur her. Ich erwarte dich schon. Kann ich aber auch genug ziehen? Okay, erstmal nachladen lassen. Jetzt Tiefflugverbot, Kollege Schnürschuh. Mann, Mann, Mann. Ach, bis jetzt treffe ich auch nicht wirklich was, ey. Das ist ja auch gut. Schnürschuh, das ist verboten. Jetzt haben wir ihn dafür umso schneller getroffen. Auch nicht schlecht.
ist noch einer. Nee, schade. Okay. Na? Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Na, das ist doch gut. Also nicht gut, aber naja. Na, da hinten ist er. Komm her, du. Na, jetzt komm. Jetzt schwebt erstmal dahinter. Da ist er wieder. Da, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Gott. Noch irgendwas hier in der Luft? Das sieht doch wunderbar eigentlich für uns aus. Flugzeuge haben wir jetzt alle soweit reduziert. Dann gehen wir mal in den Panther und spielen wieder mal vorne an der Front mit. Nehmen wir mal Panther gehen. Wobei, doch, nehmen wir Panther A, der ist ein bisschen schneller. Okay, dann fahren wir da hinten hin, wo wir eben gerade waren, das ist da am Hügel. Dann mal los. Oh, da ist schon wieder ein Flieger. Komm her, du. So, jetzt richten wir das hier gleich mal ein. Das Sperrfeuer, Sekundärfeuer. So. Einmal hier auf Öffnung. Da. Na. So, nee. Wieder wird das ja nur auf R1 haben. So, zack, fertig. Jetzt können wir auch mehr vernünftige Flugabwehr leisten. Mit dem MG. Ach, das sieht doch wunderschön für uns aus, muss ich sagen. Sehr schön. Also, wir haben es gelernt, Freunde. Wir sind in der Flugabwehr nicht schlecht. Sehr schön. Dann haben wir jetzt unser Team vor Luftangriffen beschützt, diese Runde. Naja, auch nicht schlecht. Und die 8-8 dafür benutzt. Flugzeug abzuschießen mit einem Tiger. Das hatte ich auch noch nicht. Also, fand ich auch mal geil. Gut, Freunde. Boah, drei Flugzeuge abgeschossen, ein Panzer abgeschossen. Ist in Ordnung. Würde mal sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Reingehauen. Schönen Mittwoch euch noch. Ciao, ciao.